Ein Strom. T. Tutorial. Arbeitsterminals. Viele Trendster-Angestellte haben ihre eigenen Arbeitsterminals. Für gesperrte Terminals brauchst du ein Passwort. Suche in der Umgebung nach Hinweisen oder setze die Hackerfähigkeit ein, um Anmeldungen umzugehen. Auf Arbeitsterminals findest du E-Mails, Dateien. Ja gut, aber das hatten wir ja schon. Aber das Ding hat ja keinen Strom. Anleitung zur Installation von Neuromods. Hatten wir schon, weiß ich noch, mit dem Auge. Igitt ipui ibä. Und... naja, okay. Ich hätte gerne eine Fähigkeit, womit man... ah, hier geht's nach draußen. Paris, Japan, Côte d'Azur. Guten Morgen, Carlos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Über. Vertriebsmappe. Auszug aus einem internen Trendstar-Memo zur Vertrieb und Marketing von Peter Laney. Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen um die Nebenwirkungen machen müssen. So wie ich das verstehe, ist das nur ein kleiner Piekser, oder? Es sieht furchteinflößend aus, aber wenn wir einige der attraktiveren Vorteile der Neuromods per Werbung in den Vordergrund rücken können, würde sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit entsprechend verlagern. Diese Sache mit den roten Augen beunruhigt mich auch nicht sonderlich. Ich bezweifle, dass eine einzige Person aus dem öffentlichen Sektor so viele Nanomods auf einmal in die Hände kriegen kann, nicht bei diesen Preisen. Wesentlich besorgniserregender finde ich allerdings diese Berichte über Gedächtnisverluste beim Entfernen von Neuromods. Amnesie? Ernsthaft? Wir können das Gehirn einer Person neu verdrahten, ihr jede gewünschte Fähigkeit geben, aber wir können nicht verhindern, dass ihr Kopf auf den Augenblick zurückgesetzt wird, indem sie den Scheiß installiert bekam, wenn wir sie dann entfernen. Wenn das rauskommt, gehen die Neuromod-Verkäufe in den Keller, egal ob man spezielle Geräte und eine entsprechende Ausbildung dafür benötigt. Niemand will die Gefahr eingehen, Jahre seines Lebens zu verlieren, nur um Französisch zu lernen. Das darf nicht mal im Kleingedruckten stehen. Was den Kunden angeht, sind Nanomods permanent. Nanomods. Cool. Okay. E-Mail. Exporte. Man kann das nicht nach Hause schicken. Das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn, dann ist es vergessen. Was? Man kann das nicht nach Hause schicken. Das wurde schon bemerkt. Okay. Man kann was nicht nach Hause schicken? Wir haben Neuromods. Warte mal, war das N? Ja, perfekt. 4 Stück haben wir wieder. Das heißt... Hacker, bla bla bla, ja. Erhöht den Ertrag beim Recyceln um 20%. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Weil ich habe in einem Steam-Review gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber dass man, dass die Gegner halt wieder respawnen, aber die Materialien nicht. Was kann man denn damit machen? Waffen-Upgrades, die nicht dem Standard entsprechen. Ja, machen wir mal. Alles, was wir anfänglich schon an extra... Bam, 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 bam. Das Geräusch ist irgendwie cool. An extra Loot oder so kriegen, wird uns helfen später. Weil wir sammeln ja dann schon, keine passende Schlüsselkarte. Generalschlüssel. Hier ist noch ein Schaumbolzen. Trendster aktuell unsere Mitarbeiter im Fokus. Auszug aus dem vierteljährlich erscheinenden Mitteilungsblatt Trendster aktuell im Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf Talos 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornados auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf Talos 1 versetzt und seitdem mehr als 50 Mal hin und her wieder zurückgereist. Hin und wieder zurückgereist. Hin und her und wieder. Habe ich gelesen. Naja. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, erläuterte Harley. Ob Sie es glauben oder nicht, ein Shuttleflug zur Talos 1 ist wesentlich unproblematischer, als in einem normalen Flieger über das Land zu fliegen. Aha. Super interessant. Oh, da liegt was. Angerauchte Zigarre. Alles Rohstoffe. Das? Der Weltraumaufzug. Ja, Aktivität, na, mit der Rest, beim Bau günstigen Plattformen seine Konkurrenten wette. Für die Betreiberfirma ist Aufzug recht viel beachtlich, ne? Aggressive geeignete Standorte für zukünftige Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen, also so etwas wie Hausbesetzung, Weltraumzeitalter, ja. So ein bisschen aus den Nachrichten genommen, ne? Oh, da. Zack. Ja, dann kommen wir hier jetzt gerade nicht weiter, ne? Wir können uns mal
dieses Pflänzchen da schnappen? Die kann ich nicht pflücken, ne? Ist ja kein organisches Material, nein. Guck mal, Tees. Ich weiß aber nicht, ob die extra Boosts geben, also noch was anderes mit auffüllen, dieses Psy oder so. Deswegen sammle ich die dann doch mal erst im Inventar. Dass wir die sofort schlürfen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen differenzieren, ne? Okay, hier sind wir durch. Hier gibt es auch sonst nichts mehr. Gucken wir einmal hier hinten. Guck mal, hier gibt es auch noch. Agave. Frag mich, was wir mit der... Achso, mit der rechten Maustaste können wir wahrscheinlich irgendwie so diese Psy-Angriffe oder so, ne? Es gibt ja Psy, also muss man die auch irgendwie machen können. Okay, wir müssen runter. Ich dachte, hier geht's vielleicht runter, aber hier geht's nicht runter. Hier kommen wir nur... Oh, da liegt was. Hier kommen wir nur weiter in der Hauptquest. Banana Schala. Das hält hier, ne? Das hält super. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt runter. Kann ich das auch weghauen? Ah ja. Oh, guck mal. So, hier war dieses fette Vieh drin, ne? Wieso kann ich den nicht nehmen? Ist unser Inventar voll? Oh, na dann müssen wir doch nochmal kurz hoch. Oh, der rennt aber langsam um Kurven, wenn er rennt. Zum Glück steht hier aber ein Geschütz. Das heißt, unser Büro ist ein bisschen safe. So, Recycler. Einmal darüber, bitte. So. Können wir mal eben einen Blick hier drauf werfen. Schrotpatronen können wir herstellen. Ah, verdammt. Und Muni. Brauchen wir aber gerade noch nicht, weil wir haben, glaube ich, noch... Kann ich die hier sehen, die Muni? 17 Munition. Das ist natürlich nicht viel, ne? Gut, der Bolzen-Dings ist mir jetzt wurscht. Was braucht man denn dafür? Ach, da muss ich jetzt hier so. Und wie viel kriege ich dann? Eine Schachtel mit 9 mm Munition. Wie viel ist denn da drin? Ah, 30. Okay, das ist cool. Machen wir auch mal Schrot. So. Ah, jetzt haben wir schon wieder nicht mehr genug Material. Aber gut, 17 Schuss ist echt ein bisschen arg, ne? Also. Teifenmaterial entdeckt. Kein Teifenmaterial, sehr schön. Okay, wir müssen einmal runter. Jetzt speichere ich aber nochmal. Und eigentlich können wir jetzt auch mal zu dem, zu unserem Kollegen da hinten. Effektive Reichweite. Hat das die gar nicht, ne? Eine Spielzeugwaffe. Ja, damit können wir Schalter und so drücken. Finde ich lustig, die Idee. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie mit unserer... Ich will es nur noch mal ausprobieren. Da ist es. Okay, das ist, das ist,
heftig, das Teil. Alter. Ich probier's mal hiermit. Da hinten ist er. Wow. Ich glaube, wir haben's. Organ, Organ, Luca Assist, Waffenupgrade und 9mm Muni. Sehr gut. Du hast ein Waffenupgrade. Drücke I, um dein Inventar zu öffnen und das einzusetzen. Wo ist es? Oder muss ich die hier oben irgendwie? Waffenupgrade, da. G, kombinieren. Was machen wir denn? Ich würde sagen, die Pistole, ne? Und dann will ich die... G, kombinieren. Okay. Eingabe platzieren, ja. Eingabe verbessern. Ach so, warte mal. Muss ich das dann darüber ziehen irgendwie? Ah. Schallgedämpfte Pistole. Feuerkraft. Erhöht die Feuerkraft. Ja, das finde ich ganz gut. Mach ich mal. Möchtest du wirklich Waffen-Upgrade? Ja. Schallgedämpfte Pistole verbessert. Wuhu. So, wir haben noch ein Waffen-Upgrade. Das könnten wir jetzt noch in die Schrot- oder die Glue-Kanone. Was würde da passieren? Glue-Effizienz. Ach so, wir können uns auswählen, was wir machen. Ah, dann machen wir nochmal hier. Und sagen... Das können wir noch nicht. Die Magazinkapazität, die Reichweite und die Präzision können wir verbessern. Ich würde sagen, nochmal die Reichweite. Okay, alles klar. Was ist das? Psy-Hypo. Stellt Psy wieder her. Also. Noch eine Neuromod. Ja, gut. Okay, ich speichere nochmal. Weil eigentlich hat es sich gelohnt hier. Und dann können wir mal ein bisschen rumschauen. Können, aber ich war hier nicht... Ah ne, die habe ich schon genommen, ne? Die Pflanz. Was haben wir denn hier? NSP-Spritzen, seltsam. Ich kann die Aufzeichnung nicht aufrufen. Sind sie in dem System? Soll ich noch vorbeikommen? Alejandro, kommen Sie bitte vorbei. Können Sie mir auch Ilyushins Werte und Familienunterlagen weiterleiten? Nicht aufrufen. Einlieferung Verletzter. Achtung! An alle Sicherheitsmitarbeiter, der Schlüssel der Leiche. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Okay, Moment, aber, an alle Sicherheitsmitarbeiter im Trauma. Es werden mehrere verletzte Personen sowie ein möglicher Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvian Bellamy. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Er muss unbedingt die Psychotronik aus dringendsten Sicherheits- und Gesundheitsgründen. Wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvian Bellamy nicht ins Traumazentrum ein. Bringen Sie ihn unverzüglich in die Psychotronik. Besatzung. Traumazentrum. Oh, guck mal. Emanuela De Silva, Internistin, lebt noch. Wie kann ich denn hier runter scrollen? Gar nicht. Lebenserhaltung? Bernard Griffith. Finde das Besatzungsmitglied. Man kann hier nicht runter scrollen.
Das ging doch irgendwie, oder? Was kann ich die alle? Echt jetzt? Werden die dann alle vermerkt? Guck mal, aber wie viele hier noch leben? Arboretum, Besatzungsquartiere, Arboretum. Also hier leben echt noch Leute. Ich klicke mal alles an. So, und ein Programm haben wir hier noch. Bereichskarte. Bereichskarte herunterladen. Sehr gut. Cool. Okay, warte mal. Daten. Nee, das ist falsch. E-Mail erforschen. Ziele. Ach nee, wir können immer nur Personal Tracking immer nur auf einen legen. Ah, okay. Ich hoffe, das dödelt jetzt nicht die ganze Zeit da oben rum. Doch, macht es. Sorry. Keine passende Schlüsselkarte. Hendrik de Vries Büro. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren. Hier ist irgendwo Reparaturbedarf. Guten Morgen, Talos. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Okay. Wisst ihr was? Ich mache mal eine kurze Pause und lass mal eben diese Quests da oben durchlaufen. Und, so lange werde ich hier mal stehen bleiben und mache ein Päuschen dann, ja? Okay, bis gleich. So, jetzt ist es aufgehört. Hat ein paar Minuten gedauert, aber ja, okay. War super nervig. Nun gut, schauen wir uns mal ein bisschen weiter hier um. Notiz. Proband Gustav Leitner, Datum 13.02.35. Ergebnisse: Patient positiv auf nicht-kleinzellige Lungenkarzinom getestet. Patient gab bei seiner Anmeldung keine Beschwerden an, bevor er zum Fähigkeitsaufzeichner gebracht wurde. Patient soll sofort kontaktieren und unverzüglich zum Traumazentrum überführen, falls er sich noch auf Talos 1 aufhält. Aha. Weißes Rauschen. Auszug aus weißes Rauschen vorhanden und fehlende Wahrnehmungen. Der wegen der charakteristischen, einem Rauschen ähnlichen Flecken in den Augen der Opfer weißes Rauschen genannte Zustand ist mehr als nur eine Krankheit. Und es ist mehr als die wilden, fast medizinmannartigen Behauptungen über Psy-Fähigkeiten. Ich erinnere an dieser Stelle nur an Dr. Dayo Ikwe. Es ist der Entzug von Rechten. Hä? Es bedeutet, dass Opfer niemals Neuromutze erhalten und auch ihre Gehirne nicht kartografiert werden können. Es ist das Ende all dessen, was eine Person ausmacht. Was nimmt sich Trendstar heraus, dies zu entscheiden? Wollen wir zulassen, dass sie ein biologisches Kastensystem für die menschliche Rasse etablieren? Ah, da hat er recht. Da hat er recht, weil, oh, wer sich Neuromods leisten kann, der wird ja dann besser. Oh. Medkit-Fabrikatorplan. Cool. Okay. Kein Passwort gefunden. Regina Sellers. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Regina Sellers. Und eigentlich können wir dann doch mit dem Tracker, der eben so nervig war, Regina Sellers dann orten, ne? Die Leiche, defekter Lüfter, Anzugreparaturkit, Neuromod. Luther Glas, Leiche. Achso. Oh. Untersuchen. Medizinoperator übrig, 3. Operatoren anfordern. Beantragen 9 Operator. Huch.
Transfer Pyramid 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches, Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Alles erledigt. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Okay. Dankeschön. Hat uns geheilt. Sehr nett.